Seid gegrüßt, ihr Helden. Im letzten Video sprachen wir über die Symbolik in Breath of the Wild und auch heute finden wir eine Anspielung von Twilight Princess in dem Spiel. Wer mich und meine Videos kennt, der weiß, dass Game Design nie reiner Zufall ist. Und alles einen Grund hat. In den Wäldern von Faron finden wir nicht nur viele Sonai-Ruinen und Überbleibsel ihrer Kultur, sondern auch eine symbolische Anspielung zur Hinrichtung von Ganondorf aus Twilight Princess. In Twilight Princess wurde Ganondorf in der Wüstenburg zum Tode verurteilt und sollte durch die sechs Weisen hingerichtet werden. Diese Exekution ist jedoch fehlgeschlagen und Ganondorf konnte einen der sechs Weisen töten. In BOTW finden wir in den Faron-Wäldern einen Bereich, der zunächst sehr random erscheint, jedoch als Symbol für die Hinrichtung zu deuten ist. In der Mitte eine Schweinestatue, Ganondorfs wahre Gestalt. Diese Schweinestatue wird von sechs Statuen umrundet, wovon eine zerstört ist. Die Säulen repräsentieren die Weisen, das Schwein Ganondorf. Die Location ist nur ein kleines Easter Egg. Wenn du mehr wissen willst, folg mir gerne.